Wir reagieren heute auf Fitness-Ausgabe für bestimmt Essen von Zuschauer, Folge 1. Oh yes, der legendäre Würfel gegen Zuschauer. Der Würfel wird heute bestimmen, wie viel dieser Zuschauer essen muss. Erstmal zieht er eine Karte, wo ein Essen drauf ist. Dann würfelt er, wie oft er dieses Essen essen muss. Schafft er alle 4 Runden, bekommt er als Belohnung 100 Euro. Verkackt er aber in einer der 4 Runden, ist die Challenge vorbei und er bekommt gar nichts. Ob Maxi den Würfel schlagen wird, das seht ihr. Hey, wow. Wie cool hat Aziz das geschnitten. Wow, was war das für ein Intro? Ja, richtig cool. Sollen wir nochmal gucken? Der Würfel wird heute bestimmen, wie viel dieser Zuschauer essen muss. Erstmal zieht er eine Karte, wo ein Essen drauf ist. Dann würfelt er, wie oft er dieses Essen essen muss. Schafft er alle 4 Runden, bekommt er als Belohnung 100 Euro. Verkackt er aber in einer der 4 Runden, ist die Challenge vorbei und er bekommt gar nichts. Ob Maxi den Würfel schlagen wird, das seht ihr nach dem Intro. Jahrelang versuchten unzählige YouTuber, den Würfel zu schlagen. Von 4 Pizzen bis 6 Burgern aßen sie alles, was der Würfel... Ich liebe die Würfelvideos im Urlaub. Warte. Nach dem Intro. Jahrelang versuchten unzählige YouTuber, den Würfel zu schlagen. Von 4 Pizzen bis 6 Burgern aßen sie alles, was der Würfel ihnen befahl. Bis sie eines Tages einfach nicht mehr konnten. Doch jetzt sind die Zuschauer an der Reihe. Werden sie den legendären Würfel schlagen können? Oder du darfst nicht reden, wenn wir gucken. Ich muss weinen. Das ist so schön. Oh. Ja, YouTube ist echt geil. In Urlaub Würfelvideos gedreht haben. Oh, das hat Aziz echt krass geschnitten, weil das einfach so Spaß gemacht hat. Und ich vermisse es echt voll, solche Challenges zu machen. Ja, wir gehen nochmal rein. Okay. Tages. Einfach nicht mehr konnten. Doch jetzt sind die Zuschauer an der Reihe. Werden sie den legendären Würfel schlagen können? Oder wird am Ende doch der Würfel derjenige sein, der zuletzt lacht? Okay, Maxi, also was musst du essen? Erste Runde. Gucken mal. Ganz aus. Waffeln! Waffeln, sehr gut. Ich liebe Waffeln. Wie viele Waffeln ist die Frage? Da ist bestimmt natürlich der Würfel. Let's go! 4! Ja, das ist okay. Schaffst du? Das krieg ich rein, ja, ja. Let's go. Let's go. Wir sind jetzt hier im M Breakfast Club. Das ist eine richtig schöne Location hier und das Frühstück sieht auch ganz gut aus. Maxi hat sich 4 Waffeln bestellt. Denkst du, boah, du kannst die? Also jetzt, wo ich sie sehe, glaube ich auf jeden Fall. Bist du ein guter Esser? Ich denke, ja. Boah, das sieht viel aus! Ja, ich glaube, ich habe ganz gute Karten. Okay, mal schauen. Das ist erst die erste Runde. Ja, ziemlich viel Obst drauf, dafür, dass er ohne Obst bestellt hat. Aber genau, 4 gewürfelt, 4 Waffeln. Dann wünsche ich dir guten Appetit. Danke. Schön mit Ahornsirup. Ja. Oh, so lecker. Ich glaube, ja, ich glaube, das verbessert meine Chancen. Mm. Oh, nee, jetzt habe ich auch Lust auf Waffeln. Oh, nee. Das ist lecker. Sind die weich oder eher so? Oh. Ja, dann geht das, glaube ich. Mhm. Ich habe mir hier so ein geiles Grilled Cheese bestellt. Heute muss ich mal nicht mitspielen. Letzter Bissen, erste Waffel. Schreibt mal in die Kommentare unter dem Video, ob Oscar bei den Challenges mitessen soll. Nein, wie soll ich, deswegen hole ich ja Zuschauer, damit ich nicht selber essen muss. Ich habe schon so viel gegessen, ich kann irgendwann nicht mehr essen. Ich hab, immer noch lecker. Das Obst musst du jetzt nicht unbedingt essen. Okay, ich habe schon überlegt, einfach Wasser drauf zu machen, sie zu quetschen und einfach reinzustopfen. Aber ich glaube, mit dem Isoko geht das auch so. 2 hat er noch vor sich. Geht's noch? Oder? Ja, also die sind lecker, muss ich sagen. Das hat Oscar doch mal gemacht, oder Schatz? Irgendwo hast du doch so gequetscht, dass du das einfach so reingestopft hast. Wo war das nochmal? Irgendwo bei einem Cheat Day safe. Ich bin doch der Stopfer. Wenn die nicht lecker wären, wäre das wahrscheinlich schwieriger. Aber so geht's eigentlich ganz gut. Gibt's ja einen kleinen Schwächeanfall. Ich sag mal so, es ist immer noch lecker. Es ist trotzdem viel, aber ich gebe meinen Würfel. Und es ist erst die erste Runde. Entweder ist der Würfel gleich gemein zu dir oder er verschont dich und gibt dir eine Portion von dem nächsten, was auch immer es sein wird. Hoffen wir, ja. Wie genüsslich der ist. Ey, Props geht raus an Aziz. Wie heftig hat er bitte seine Schneideskills verbessert? Ja, am Anfang, ich meinte so, würdest du für mich schneiden? Da hat er nur so ganz normal ein paar Schnitte gemacht und jetzt hat er sich krass weiterentwickelt. Ich feier das gerade übelst. Ja. So Gabel für Gabel. Mein Bauch ist relativ voll. Es ist schwer, das zu kauen. Es ist schwer, das zu schlucken. Es ist alles gerade schwer. Und ich habe noch eine vor mir. Mach einfach deinen Wassertrick. Ja, ich glaube auch, Wasser ist der Weg. Leicht halbieren. Video bisschen lauter. Oscar sollte mitessen aus Solidarität. Ich esse mit, aber natürlich nicht so viel. Also doch Video lauter. Ihr habt mich verarscht. Und du würfelst nicht.
Aber gleich gibt es noch ein Special in dem Video. So ins Glas und dann aufsaugen. Besser? Das ist das zu sehen aus der Sicht des Zuschauers. Normalerweise bin ich ja in deiner Position und da stopfe ich auch immer. Und da merkt man eigentlich, wie schwer das ist. Als Zuschauer denkt man sich, hey, wieso ist er das nicht einfach? Jetzt denke ich mir auch so, ja, 4 hätte ich geschafft. Aber ich weiß ja, wie es selber ist. Die meisten denken, oh, ich kann krass richtig viel essen, so bis sie selber in der Position sind, ja, wo sie es müssen. Also musst du es natürlich nicht, aber wenn du die 100 Euro haben willst, schon. Deswegen, ein bisschen hast du noch vor dir, also gib Gas. Ja, ich gebe alles. Also ich könnte es bestimmt schaffen, aber danach würde ich wahrscheinlich übergeben. Kämpfst du hart mit jedem Bissen, ne? Du kannst nicht mehr. Nicht mehr wirklich. Ob Maxi in der ersten Runde aufgeben wird, dann wäre das Video nach einer Runde schon vorbei. Was du nicht weißt, ich habe noch ein paar Joker, ein paar UNO-Karten, um dich nochmal zusätzlich zu ärgern. Aber in dem Fall setze ich eine Karte, die gut für dich ist. Und zwar musst du mit mir Essen tauschen. Und dadurch, dass ich nichts mehr habe, kriegst du einen leeren Teller und ich muss deins essen. Einfach damit das Video ein bisschen weitergeht und das nicht hier vorbei ist, gebe ich dir noch eine Chance. Errettet. Mal schauen jetzt, wie die Waffel hier schmeckt, ob das wirklich so schwer ist. Also Oscar isst mit... Aber, boah, ich hätte mich auch über die Waffe Ich lasse ihn auch nicht in der ersten Runde verlieren, kommt schon, Leute. Aber Oscar kann auch gemein bekommen. Sein, also oh ja. Bleibt auf jeden Fall dran. Grüße an den Cutter und Props. Ja, die ist schon trocken, die lag jetzt so ein bisschen rum. Ich kann mir vorstellen, da ist irgendwie gefühlt gar nichts drauf, dass man noch 3 Waffeln keinen Bock mehr darauf hat. Nach der ersten Waffel dachte ich easy und bei der zweiten dachte ich schon, das ist deutlich schwieriger, als ich dachte. Okay, du kriegst jetzt also eine zweite Chance. Wirst du bei der zweiten Runde was anders machen? Anders? Von der Taktik her? Weniger würfeln. Taktik ist viel besser zu würfeln. Nein, ich glaube, alles wird gut. Schauen wir mal. Das letzte Stück und dann geht's weiter. Wir haben jetzt Jule dazu geholt, Maxis Frau. Du möchtest deinen Joker setzen, dass deine Frau für dich würfelt und zieht. Warte, erstmal ziehen, so. Was er überhaupt essen muss. Gibt es irgendwas, was du dir wünschst? Was soll sie jetzt filmen? Er hat gefilmt. Auch Assis. Er hat gefilmt und geschnitten, also Double Props. Was Salziges. Okay, dann zieh mal was Salziges. Vergessen Kamera. Es ist salzig. Pizza. Das ist auf jeden Fall salzig. Sehr gut. Pizza, aber die Frage ist, wie ein viele? Stück? Wir haben hier Pizzastücke. Wie viele Pizzastücke muss Maxi essen? Weil Pizzen wäre zu übertrieben. 6 Pizzen, hallo, wer schafft 6 Pizzen? Deswegen bin ich gespannt, ob deine Frau dein Glücksbringer sein wird. Das bin ich eigentlich, Assi. Oh, ja. Das ist unsere Zahl, Leute. Ich glaube, du schaffst das. Ja, ja. Okay, er ist weiter zuversichtlich. Kann ich schon. Zweite Chance. Dann geht's jetzt 4 Pizzastücke essen. Die Pizza kommt. Das ist für uns. Das sind mehr als 4 Stücke. Bei uns sind es ziemlich viele Stücke. Mal schauen, wie viele Stücke Maxi bekommt. Bekommt er die ungeschnitten, muss er 4 ganze Pizzen essen. Ja, das war's, oder? Je nachdem, in wie viele Stücke die es geschnitten haben, so viele musst du dann essen. Danke. Oh. Sehr schön. Hier ist deine Pizza, die hat 6 Stücke und 4 davon musst du essen, ja, weil deine Frau eine 4 für dich gewürfelt hat. Was denkst du, schaffst du die oder immer noch voll von den Waffeln? Also ich bin noch ziemlich voll von den Waffeln. Ich glaube immer an mich selbst, deshalb gebe ich mein Bestes. Okay, selbstbewusst. Mittlerweile ist auch meine Frau da und zwar Mandy. Glaubst du, er schafft das? Also wir haben die ganze Zeit überlegt, ob sie die Pizza vielleicht nur in 4 Stücke schneiden. Dann hätte ich gedacht, okay, das wird schwierig, aber ich denke, das ist machbar, doch. Ich glaube schon. Sehr gut. Dann hau mal rein, Maxi. Alles klar. Einen guten Appetit, ne? Ja, ich bin immer dabei. Ich habe hier Pistazien, Mozzarella. Boah, die Pizza da war lecker. Also Maxi darf so viel Pause dazwischen machen, wie er möchte, aber er muss das Ganze in 24 Stunden schaffen. Also was heißt er muss? Er kann auch aufgeben. Oder er schafft es und gewinnt 100 Euro. Und ihr seid aber direkt weitergegangen, oder? Also nee, wir haben Pause gemacht. Wir sind spazieren gegangen, so, er hat verdaut und dann sind wir weiter. Und da warten welche gerade seit einer Stunde auf ihre Pizza. Das ist natürlich doof, weil während man YouTube oder Twitch schaut, muss man was essen, meiner Meinung nach. Ja, ich habe meinen Kinderriegel hier noch. Ich habe heute ein bisschen mitgedacht. Mit Burrata. Schmeckt so geil. Ich war noch nie hier. Also ich würde sagen 10 von 10. Ja, wie ist dein Gefühl gerade? Mein Gefühl ist gut. Pizza ist lecker, wie erwartet. Bin immer noch voll vom Frühstück, will nicht lügen. Aber wir schauen mal, was wird, ne? Was wird. Also ich finde die Pizza auch sehr, sehr lecker. Ich dachte eigentlich, dass ich eine ganze schaffen würde. Aber ich bin froh, dass ich die mit Oscar geteilt habe, weil die stopft schon ganz gut. Und du bist auch schon ein bisschen am Schwächeln. Oder geht's? Ich kämpfe. Aber die Taktik ist erstmal den Rand liegen lassen und alles erstmal Spaß macht. Ja, oder? Und dann gucken wir weiter. Aber dann am Ende den Rand ist, glaube ich, auch schwierig, oder? Ja. Wenn man vor allem keinen Hunger mehr hat. Habe ich auch kurz gedacht. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe. Schade.
Das Geile bei der Pizza ist, die schmeckt überhaupt nicht verbrannt. Viele neapolitanische Pizzen tun dies. Im Steinofen ist einfach der Stein unten immer richtig heiß. Und hier habe ich beobachtet, die nehmen die nach so 30 Sekunden hoch und braten die oben durch, sodass es unten nicht zu verbrannt ist. Boah, das letzte Stück. Wie geht's? Besser als ich dachte beim ersten Stück. Besser als die Waffeln. Die schreiben, dass wir so klein sind. Nee, ich finde das natürlich, ich finde das eigentlich ganz gut, weil... das geht nicht, weil sonst sind die... Dann decken wir das Video mehr. Und wenn jemand abonniert, dann ist es auf Oscars Kopf. Nein, das ist eh da oben. Oder? Ah, oh, egal. Viel besser, ja. Naja, das ist nicht ganz das letzte Stück. Hier sind ja noch die ganzen Rinde. Da ist noch Arbeit vor dir. Da kommt der geile Teig. Der Arme. Ähnlich wie so ein Waffelteig. Kleine Bisse. Das ist heute dein Taktik. Kleine Bisse. Ne? Kleine Bisse auf dem Weg zum Ziel. Jetzt geht's an den harten Teil. Es ist auch nicht so viel, so teigmäßig. Ich glaube, das schaffe ich. Die Ränder musst du auf jeden Fall auch aufessen. Nochmal retten werde ich das nicht. Schaffst du es nicht, kommen die 100 Euro in den nächsten Pott. Dann kann der nächste Zuschauer von euch 200 Euro gewinnen. Also wenn ihr denkt, ihr könnt... Das war die nächste. Die nächste Folge haben wir auch schon abgedreht mit Miri. Yay, das kommt nächste Woche oder übernächste Woche? In 2 Wochen. Also, wenn Maxi es nicht schafft, dann kann Miri 200 gewinnen. Und ihr könnt euch auch für diese Folge, für diese... Ja, also, wenn ihr aus Hamburg kommt... Ja. Und viel essen könnt und gern vor der Kamera seid und Bock hättet, dann schreibt gern Aziz. Und viel essen und den Würfel schlagen und am besten ihr wohnt nicht allzu weit weg von Hamburg, dann schreibt gerne unter dieser E-Mail-Adresse und dann könnt ihr auch gegen den Würfel antreten und entweder 100, wenn er es schafft, oder 200 Euro im nächsten Video, wenn Maxi es nicht schafft, gewinnen. Nee, ich habe nur Chiliöl. Wir kämpfen hier mit allen Mitteln, harten Bandagen. Ja, Maxi fragt bei einer neapolitanischen Pizza nach einem Dip. Ich glaube, das macht man eigentlich nicht. Ich bin totaler Pizza mit Dip-Esser, auch zu Hause. Ich hier auch. Ich verstehe, dass man es... Schreibt mal rein, esst ja auch Pizza mit Dip, das müsst ihr machen. Ja, aber keine neapolitanische, jeder Italiener fasst sich da an den Kopf. Ja, schon die Ränder schon, so ein bisschen Knoblauchdip, schon eigentlich geil. Nicht machen, aber wir sind hier in einer besonderen Situation, deshalb greife ich hier auf die Hilfsmittel zurück. Das sind also die dreckigen Hilfsmittel. Das ist auch nicht so lecker, ne? Mag ich so gerne, die ist richtig so tomatig, fruchtig. Das hast du. Mit Joghurt? Also Joghurt-Knoblauchdip, oder? Hollandaise ist auch geil. Oh, Leute. Boah. Der letzte Bissen. Eine super leckere Pizza. Oh, ich freue mich, dass ich es geschafft habe. Ja. Nicht schlecht. Yay. Zweite Runde von 4 geschafft. Aber du darfst gleich weiter würfeln, mein Lieber. Aber erstmal ziehen. Was hoffst du, was er zieht? Nachtisch. So ein Donut oder so wäre schon gut. Dann wollen wir mal schauen. Weil ich Lust auf einen Donut hatte, dann habe ich das gehofft. Noch einige Karten da. Also an Essen wird es heute hier nicht mangeln. Ich habe am Anfang von rechts gezogen, Judith aus der Mitte gezogen. Also ziehe ich jetzt von links. Nein, hör doch auf! Hör doch auf! Burger! Die Frage ist, wie viele? Was glaubst du, wie viele würdest du höchstens schaffen? Also es kommt auf den Burger drauf an, aber mehr als 2 keine Chance. Okay. Mehr als 2 keine Chance. Ja, musst du jetzt würfeln und beten. Dann 1 oder 2. Yay! Okay. Das ist okay. 2 mit Ja, Anfang. Besser als 4. Das ist echt okay. Oh mein Gott. Endlich keine 4. Jetzt direkt oder kurze Pause? Kurze Pause bitte. Kurze Pause. Es geht los. Ich habe für Maxi hier 2 Burger gemacht. Und für uns auch noch ein paar. Da sitzt er schon bereit. Wow. Das sind die guten Dinge. Oh, wow. Hier die Mädels. Danke. Und ich gönne mir einen halben und einen halben für Aziz, den Kameramann. Die sehen richtig lecker aus. Ja? Richtig gespannt. Hast du mittlerweile Hunger? Ich habe auf jeden Fall total Appetit und ich bin richtig gespannt, seinen legendären Burger zu essen. Ich hab die. Warum ist der Ton da anders? Ach, Schatz. Stell mir keine technischen Fragen. Die hatten da ein anderes Mikrofon. Ach so, okay. Aber diese Burger hat Oscar gemacht. Oscars Burgerbuch müssen wir unbedingt wieder bestellen. Das gibt es dann auch in der Videobeschreibung. Die sind leider ausverkauft, aber die müsst ihr probieren. Die Burger natürlich, wie ihr es kennt, Brioche-Buns von innen mit Butter angebraten, Burgerschmelzkäse, schön Bio-Rinderhackfleisch gesmashed und so weiter. Wenn ihr die Burger nachmachen wollt, könnt ihr euch gerne mein Burgerbuch holen. Da findet ihr noch 32 weitere leckere Burger-Rezepte und natürlich auf Seite 1 ist dieser legendäre Oscar-Burger, den Maxi jetzt essen darf. Sogar 2. Der ist mega. Schmeckt. Der ist richtig gut. Davon schaffe ich 2. Keine Sorge. Das hört man gerne. Dritte und vorletzte Runde. Ja, ich hatte auch mal wieder Bock drauf. So, wie sind die ersten Gedanken? Vermutlich der beste Burger, den ich jemals gegessen habe. Oh. Das ist so lecker. Das ist der Wahnsinn. Danke.
Und man muss dazu sagen, er macht selbst gerne Burger, wenn ich mich dran erinnern kann. Also, wenn ich das sowas ist, höre, ey, da kommen ja, echt die Tränen. Ja, das ist echt, aber das ist so krass, wirklich, ich möchte hier niemanden in den Himmel loben, aber wenn ihr einmal Oscars Burger gegessen habt, ihr werdet nie wieder im Restaurant Burger bestellen, weil ihr dann denkt, so, das schmeckt nicht, macht es lieber selber und macht die Burger von Oscar. Ja. Letzter Bissen vom besten Burger aller Zeiten. Oh. Da ist noch ein vor dir. Zum Glück. Oh, jetzt dreht er auf hier. Jetzt will er es wissen. Gleich hofft er auf eine 6 oder so in der letzten Runde. Wir machen richtig Auge jetzt. Jetzt zerstört er mich nochmal, ne? Der letzte, der allerletzte. Bisschen traurig, aber auch stolz. Okay, das ist geschafft, aber er ist so lecker. Immer noch lecker oder wird es langsam eklig, wenn man so viel isst? Tatsächlich nicht, jeder Bissen ist gut. Also ist mega crazy, richtig gut gemacht. Vielleicht ziehst du ja gleich noch mehr Burger. Die letzte Runde gewinnt Maxi 100 Euro oder nicht. Bist du bereit? Ich bin sehr bereit, ja. Okay, dann darfst du jetzt ziehen, was du in der letzten Runde essen darfst. Wir enden so, wie wir angefangen haben. Ich ziehe ganz rechts. Und es ist unser Hähnchenkeulen. Das sind so Chicken Wings oder kleine Hähnchenkeulen. Also nicht ganz so schlimm, sage ich mal. Aber kommt natürlich drauf an, wie viel du würfelst. Okay. Das ist kein Teig. Das ist definitiv kein Teig. Okay, wie viele Hähnchen... Guck mal, da hinten stehen noch die ganzen Pops-Sachen. Ja. von Alice, der, oder Alice, der Lieblingsburger ist der Big Oski, ist auch im Burgerbuch. Und ich habe Maxi nicht random auf der Straße gefunden. Er hat Aziz geschrieben, dass er mitmachen möchte. Beziehungsweise seine Frau hat Aziz geschrieben, die Jule. Den Keulen, Chicken Wings, muss Maxi essen. Und der Würfel rein. Oh. Es ist eine 3. Okay. Schaffst du es? Oh, wenn er es schafft, gewinnt er die letzte und wichtigste Runde. Schauen wir mal. Okay. Kamera war fast schon aus. Ich habe gesagt, ich möchte Maxi noch ein bisschen ärgern. Deswegen bekommst du eine mal 2. Du musst 6 essen. Okay. Immer noch okay? Okay, ich hab noch. Am Anfang habe ich ihm geholfen. Diesmal will ich ein bisschen ärgern. Mal schauen, ob er es trotzdem schafft. Maxi, deine Chicken Wings kommen. Drumsticks sind es ja, wie auf dem Bild. 6 Stück an der Zahl. Das ist so gemein. Das ist so Hallo, am Anfang habe ich ihn gerettet. Ist doch fair, Leute. Leute, eigentlich sind Chicken Wings so klein. Er wollte bei der ersten Runde schon aufgeben. Ja, aber das ist schon Aber echt dann hat er richtig gut gekämpft. Und ja. Ob er es schafft? Was sagst du dazu? Ich finde, das sieht aus, als würden da 3 Hühnchen auf meinem Teller liegen. Aber wir schaffen das bestimmt. Also es riecht sehr lecker. Gute Einstellung. Und deshalb. Ich hätte auch gedacht, das sind eigentlich so kleine wie Chicken Wings, so die immer dabei sind. Aber es gab extra eine Drumstick-Packung. Und ich wusste nicht, dass die... Das sind ja Dinosaurier-Keulen. Die so groß sind, aber... Ja, wir schauen einfach mal, ob du schaffst. Wie immer, ne? Sein bestes Leben. Ja. Hast du eigentlich wieder Hunger? Nee, keine Chance. Mit Hunger ist heute nichts mehr. Aber ich liebe Chicken Wings, also... Lecker. Schreibt auch mal in die Kommentare. Also ich mag diese Keulen weniger als diese, kennt ihr diese flachen Dinge? Safe, ja. Die flachen sind die richtigen Wings. Die ja, Flügel. Das die sind Flügel, ja die mag Beine, ich die Pites, die mag, Keulen. Also die mag ich nicht so, weil da so viel Knorpel drin sind. Das ist deine Strategie. Die hat Oscar mit einem Airfryer gemacht. Wieder kleine Bisse. Ich habe für die Drumsticks überhaupt gar keine Strategie. Ich habe das normalerweise immer für diese die Flügel, oder? Ja. Na, die breche ich immer auseinander ja. Und dann rein und ziehe das ganze Ding ab. Bei den Dingern musst du ja so drumherum essen im Prinzip. Ja, oder du steckst den ganzen Mund und ziehst einfach nur den Knochen ab. Das ist echt vorbei. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr, irgendwie da reinzubeißen. Ich glaube gar nicht mehr, so geil, jetzt ein Chicken Wing oder so. Sondern es ist einfach so, okay, ich esse jetzt diesen Chicken Wing, weil dann habe ich es geschafft. Oscar, wie geht's dir eigentlich so bei dir? Mir geht's sehr gut. Ich wollte nur eine kleine Anmerkung da reinwerfen. Und zwar habe ich noch eine Karte. Nein, Spaß. Natürlich so viel essen, nicht so gesund, so viel stopfen. Aber Maxi macht es ja nur einmal. Deswegen mache ich diese Videos jetzt auch nicht mehr selber, sondern habe einen Zuschauer gerufen. Oder ihr könnt euch der Challenge stellen. Wenn man das mal einmal im Jahr macht oder so, ist es natürlich okay. Aber zu oft zu viele Kalorien sollte man natürlich nicht machen. Nachspülen mit Cola. Du hast das ganze Video über Wasser getrunken. Warum jetzt Cola? Die sind sehr salzig. Und ich glaube, es ist ganz cool, wenn ich jetzt mal so einen kleinen Kontrast reinbringe und was Süßes trinke. Okay. Und ich glaube, der Sprudel irgendwie tut mir gerade voll gut. Vielleicht ist auch eine Kopfsache. Aber das war gerade ein sehr leckerer Schluck Cola. Das ist der dritte. Das heißt, eigentlich hättest du es geschafft. Aber du musst ja
das Doppelte ist. Mhm. Ja, wie sieht's hier aus? Also ich habe mich mega gefreut, als die Chicken Wings kamen und als ich eine 3 gewürfelt habe, noch mehr, weil ich dachte, das ist easy. Aber einfach unabhängig davon, dass die sehr groß sind, habe ich heute einfach eine riesige Menge gegessen und ich bin pappensatt. Und ich möchte nicht hier auf Krampf gewinnen, sozusagen, weil ich sowieso schon gewonnen habe, weil es super viel Spaß gemacht hat. Finde ich sogar Mandy und Aziz. Und von daher würde ich sagen, ich gebe mich geschlagen. Oh! Aber die Cola ist immer noch lecker. Der Würfel hat in dieser Runde gegen Maxi gewonnen. Das heißt, du bekommst leider keine 100 Euro. Ja, vielleicht denkt jemand von euch da draußen, er kann es gegen den Würfel annehmen, dann gibt es nächstes Mal 200. Aber wirklich Respekt an Maxi, er hat so gekämpft und ich finde, dass er aufgegeben hat, ist trotzdem richtig krass, weil da sieht man, man muss nicht immer alles irgendwie auf Krampf schaffen und so einfach jetzt das in sich reinzustopfen, danach wird es ihm so schlecht gehen. Also ich finde, das hat auch echt nochmal was Gutes und er hat richtig doll gekämpft und wie er gesagt hat, es hat einfach Spaß gemacht und das ist das Wichtigste an den Videos, es macht Spaß und das sollte man echt nie vergessen. 100 Euro, meldet euch gerne hier und du bekommst gleich natürlich noch einen kleinen Trostpreis. Aber ich habe mich auch gefreut, das war die erste Folge vom neuen Format, es hat mega Spaß gemacht und du hast alles gegeben, es war ein Auf und Ab. Man sollte nicht über das, was man kann, hinaus essen, sodass man sich übergibt. Diese Message wollen wir nicht vermitteln, deswegen hört er im richtigen Moment auf. Danke, dass du da warst, hat mega gebockt. Bis zum nächsten Video. Ciao. So, Maxi. Du darfst noch mehr essen. Du kriegst natürlich noch einen Trostpreis. Komm gerne her. Und zwar einmal ein Burgerbuch von mir. Maxi, die Burger ja so lecker. Sehr cool. Genau. Dankeschön. Gerne. Und jetzt haben wir selber kein Burgerbuch mehr. Ja, wir haben unseres verschenkt. Ein Planer für euch, ein Jahresplaner. Cool. Und nochmal auch, weil Jule dabei war. Und könnt ihr noch mehr Rezepte kochen von Mandys Kochbuch. Die Links in der Videobeschreibung. Wir haben uns echt gefreut, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Das war ein großartiger Tag. Wir sind jetzt auch auf Twitch. Schaut gerne unten in der Videobeschreibung. Dort ist unser Twitch-Kanal verlinkt. Fitness Couple heißen wir da. Wir machen Q&As, also beantworten eure Fragen, reagieren und wir zocken mit euch. Genau, wir versuchen jeden Abend live zu gehen. Ungefähr um 20 Uhr. Schaut gerne vorbei. Wir freuen uns auf euch. Ja, und hier sind wir. Yay, folgt auch Fitness Oscar auf YouTube. Dankeschön. Ey, ja. Das Video war echt richtig cool. Mega. Vor allem diese ganzen Einblendungen, das hat so viele Erinnerungen hervorgerufen. Also es hat mich echt sehr emotional gemacht. Sehr, sehr cool.